Hallöchen und willkommen zurück. So, wir haben die Ehre, jetzt dieses Stück Land mal eben zu kaufen. Wir haben hier halt noch richtig viel Fläche, wo ich Altstadt hinbauen möchte. Die Stücke besitzen wir schon, die auch. Also ich sehe gerade nirgendwo großes Kaufpotenzial, dessen kann man gerade nichts kaufen. Oder ich würde gerade auch nichts. Wie gesagt, ich habe das gekauft, damit ich die blöden Stromleitungen hier endgültig abreißen kann. Die mich seitdem wir diese. Ja. Gut. Also wir haben ja in der letzten Folge U-Bahn gebaut und ein Sozialamt ganz zum Schluss. So, wir haben ein kleines Müllproblem. Wir haben kaum mehr Dings und wir haben hier ein Recyclingzentrum. Das macht kostet uns 160.000 im Monat. Okay, das können wir noch aufbringen. So, was haben die Bürger denn so für Probleme? Ja, hohe Mieten, aber genau dagegen sollte ja unser neu errichtetes Sozialamt helfen, oder? In der Nachbarschaft. Hier ist auch irgendwas neu. Und zwar, wir können Gewerbe mit hoher Dichte bauen. Wir mal hier ausprobieren werden. Dann hohe Dichte. Einfach mal nur zu gucken, wie das aussieht. Und wir brauchen gerade mal wieder. So. Wir haben auch ein bisschen mittlere Dichte Nachfrage. Mal eben, ist hier denn schon wieder alles voll? Habe ich hier nicht mittlere? Machen wir hier mal mittlere Dichte. Ganz kleine Häuserchen sind ja wohl aktuell, sind ja Ewigkeiten schon nicht mehr gefragt. Okay. Hier können die Leute nicht abfließen wegen der Ampel hier. Wie wäre es, wenn wir hier einen kleinen. Wenn wir hier einen Kreisel mal reinbauen. Okay, was haben wir hier? Warte auf Leichenwagen. Oh mein Gott, hier ist irgendwas eingestürzt. Abreißen. Gut. Ja. Wir müssen mal. Warte, was hatte ich? Ja, wir hatten noch ein Solarkraftwerk freigeschaltet, aber. Also 100 bis 200 MW ist gut. 300.000 im Monat ist ja auch. Ist jetzt echt nicht billig. Da sind wir halt mit unserem. Das ist das der Notstromaggregat. Okay. Warte. Hier hatten wir halt das Sozialamt davor. Und hier. Das Recyclingzentrum. Damit unsere Müll zur Produktion wiederverwenden, die später verkaufen. Dieses genau. Dann kommt für die Stadt. Okay. Zack. Das sollte ja jetzt eigentlich. Dafür sorgen, dass der Müll hier raus. Warte. Entlernt beginnt. Statt in den Müll, der in diesem Gebäude gelagert wird, wird es den anderen. Aha.
Holen die sich den Müll denn selber hier oder sammeln die? Können wir mal eben zu dem. Okay, wo fährt dieser Wagen jetzt hin? Fährt er jetzt hier zu dem, zu der Müllhalde oder sammelt er das selber bei? Okay, der scheint das selber zu sammeln. Dann müssen wir hier mal auf Entleeren klicken. Weil der muss, könnte ja die 900 Tonnen. Hier gehen ja 1500 Tonnen rein. Könnte der ja hier mit reinpacken. Oder nicht? Es wird mal wieder nach mehr Industrie verlangt. Okay, ja, das bedeutet für mich, wir werden jetzt eben erstmal ein paar mehr Bewohner ansiedeln. Noch. Indem wir die große Straße hier, die wir hier haben. Hier mal weiterziehen. Aha. Eine Vorstadt, Dreiweg, Hybridanschluss mit einer Regionalstraße. Aha, Kleeblatt. Das ist halt so groß. Lob. Teil. Die mittlere bis große bewältigen kann. Okay. Ist alles sehr groß. Also man könnte ja hier kaufen und also wir müssen und den hier da rein knallen oder so ein Kick, weil ich brauche eigentlich etwas sowas wie den hier, den ich hier quasi so reinsetze und ich würde jetzt nämlich also das hier ist hohes Gewerbe. Cool. So machen. Okay, dann brauchen wir jetzt noch mal hier so eine mittlere Straße. Für hier so. So. Dann entsteht nämlich hier jetzt
So. Das ist doch süß. Denn wir haben auch noch ein bisschen Bürobedarf. Da würde ich hier die Ecke etwas Büro knallen wollen. Hier kommt, falls wir mal Bedarf, nach Hochham hoch und hier kommt Bedarf nach Mittel. Gut. Okay. Wir haben hier für drei Wohlbefinden plus. Okay. Kommt nach da. Oh. Wir haben. Achso. Oh, 2 Kilometer. Ich glaube, die kommt hier auf die. Hier. Bäm. Diese Special-Beutel bewirken ja immer sehr positive Sachen, deswegen ist das sehr gut. So. Finanziell läuft's. So. Okay. Ja. Die ist schon aufgewertet. Okay. Ein großes Polizeihauptquartier können wir noch nicht. Okay, ja. Oh, warum? Oh. Klare Stadt, blühende Metropole, ey. Puh. Das ist sehr. Okay, so, durchschnittliche Kriminalität. Ja, wir haben halt, was sagt unser Bildungsniveau? Oh, wir haben schon wieder nicht genug College. Aber ich hatte das schon hier erweitert. Das ist schon erweitert. Mehr geht nicht. Okay. Und dann würde ich nämlich hier, glaube ich, nochmal, was, das hier war sekundär. Ja. So bauen wollen. Bildung ist wichtig. Oh, Forschung können wir noch nichts zu bauen. Also das wäre so ein Radioteleskop, Forschungszentrum oder große. Okay. Also einfach eine Bücherei oder so können wir also nicht bauen. Okay. Okay. Telekommunikation. Brauchen wir auch noch mal ein bisschen hier hinten an Abdeckung? Würde ich mal behaupten. Das sieht hässlich aus. Reicht ein Fußgängerweg im Prinzip? Ah, perfekt. Bäm. Wieder top. Okay. Post. Postamt. Brauchen wir auch mal wieder ein neues? Kommt hier hin? Halt so Annehmlichkeiten. Genauso wie mal.
hier über so einen großen Park nachdenken können. Großer Spielplatz, oh, großer Stadtpark. Das ist der große Stadtpark. Süß. Wahrzeichen können wir noch gar nichts bauen. Okay. Wir brauchen schon wieder Büros. Dann wären das Büros noch. Was habe ich denn hier ausgewählt? Ist das das College? Aber eigentlich. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel Grundschule. Wir haben ja hier eine Grundschule, die ist bis oben voll. Die können wir auch nicht mehr erweitern, oder? Aber, oh, wir könnten einen Spielplatz dran bauen. Das erreicht das Wohlbefinden. Und mehr ges. Oh, ne, die ist. Oh, die ist sehr groß. Okay, blöde Frage. Irgendwo habe ich also noch eine Grundschule gebaut. Wo ist denn die andere Grundschule? Ah, da. Okay. Okay, das sieht eigentlich gut aus. So, es waren gut welche. Okay. Busdepot, Busstation. Also das ist eine. Ah. Okay. Nee, ich bin kein Fan von Straßenbahnen. Okay. Wie sieht's mit dem Krankenhaus? Okay, was haben wir hier? Jetzt ein Traumazentrum, spezielle Ausrüstung, Spezialbehandlung. Oh, Heli-Landeplatz. Geil. Den will ich haben. Bäm. Gut. Finanziell geht's uns auch sehr gut. Wir brauchen mal wieder mehr Industrie, wer hätte das erwartet? Okay, zack, da können wir noch was Industrie hinsetzen. Gut. Genauso wie wir hier eigentlich auch noch über ein bisschen Industrie hinsetzen können. Zack, hier, bitte, ganz viel Industrie. Also das ist halt. Meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben, wie viel fucking Industrie man braucht. Weil das echt übertrieben ist. Okay, jetzt ist hier ein Stromengpass. Weil. Ja, aber hier ist halt das Kraftwerk. Was soll ich denn tun? Entlastet das? Entlastet die nicht? Hm. Wow, irgendwie ein Helikopter, sehr lautes Helikoptergeräusch. Wieso brauchen, hä? Okay, moderne Brennkammer. Lager erlaubt die Lagerung. Zusätzlich Abgasfilter reduziert die Form. Oh ja, das können wir ja mal machen. Zack. Und produziert mehr Strom, verbraucht aber mehr Brennstoff. Nee, Strom haben wir mehr als genug. Ich weiß nicht, wie ich das, ich verstehe es nicht. Also,
Blöde Frage, brauchen wir das überhaupt? Weil ein Gaswerk macht ja Niedrig- und Hochspannung und das macht ja Hochspannung. Kraftwerksüberladung. Okay, wir brauchen also doch. Okay, ja, wir brauchen ein Umspannwerk. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, hier bitte. Aber macht es nicht Sinn, mehrere Umspannwerke zu bauen? Vielleicht. Jetzt hat sich wieder alles beruhigt. Hä, von. Ich hab da. Okay, ich habe da eine Linie gezogen und hat sich alles beruhigt. Okay, gut. Wir brauchen mehr Büro, mehr Industrie, wie immer mehr alles. Okay. Die Leute wollen hier alle abbiegen, oder wie? Wo kommen die ganzen Menschen hier hinten her? Ich glaube, wir bauen den noch mal. Parkplätze. Ja, wieso wollen jetzt hier so viele Leute hier reinfahren? Wegen zu der, wollen die alle jobben gehen? Aber ich verstehe halt auch hier die KI nicht. Hier wird jetzt gewendet. Das ist hier der Haley, aber ja. Wir machen ein bisschen miese. Hä, was ist das denn für eine extreme Schwankung? So, Problem war gelöst. Ja. Mein Gott, die wollen hier alle parken. Alle wollen parken. Och, wir brauchen mehr Parkplätze. Ach du Scheiße. Und ganz dringend viele Parkplätze. So. Wie viele Plätze haben die hier? 160. Und hier auf so einem kleinen Parkplatz 40. Weil alle, Alter, hier ist jetzt Stau, weil die alle zu diesem Parkplatz wollen. Leute, excuse me, ich habe hier extra, dreht mal oben, ich habe hier ein dickes Parkhaus gebaut. Oh, ich kann hier ein Auto. Geil, mit Autowaschanlage. Jetzt staut sich das hier vor der vor dem Parkplatz. Ich glaube, ich hab die Autowaschanlage hier eingebaut. Nicht hier. Doch. Alter,
Boah, was ist das denn für eine KI? Wieso wollen die denn hier alle parken? Der Parkplatz ist voll, Leute. Jetzt gibt es hier einen Verkehrsstau, weil die alle parken wollen. Das ist doch nicht normal. Ich baue hier hinten auch nochmal ein Parkhaus hin, Alter. Hier. Wenn ihr halt alle parken wollt, dann geht doch parken, ey. Oh ja, jetzt löst sich das ein bisschen auf. Weil ich jetzt alle... Alter, Stau wegen einem Parkhaus. Okay, jetzt löst sich das wieder ein bisschen auf. Die wollen wirklich alle in dieses Parkhaus. Hier, du kriegst auch eine Autobahnanlage. Alter, was hat... Okay, also... was ist denn jetzt hier? Was macht die KI manchmal? Ja, die hier wollen... Ein paar wollen immer noch... Leute, dieser Parkplatz ist voll. Fahrt doch bitte durch bis zum großen Parkhaus hier hinten. Okay, wir haben also einen sehr... Wir müssen direkt mehr Parkplätze bauen. Gibt es so ein unterirdisches Parkding? Unterirdisches Parkhaus... Kann ich das mit Freientwicklung hier? 4. Oh, schade. Weil das halt schon echt viel Platz wegnimmt. Also. So, ich baue hier auch nochmal so ein Wartungsamt hin. Baue ich aus direkt nochmal aus. Wir wollen alle hier zu den Parkplätzen. Oh shit, schon wieder über fast eine halbe Stunde die Folge. Ey, die sind doch bekloppt, die Leute. Ey, Parkplatz. Stau wegen Parkplatz. Das glaubt mir doch keiner. Die KI soll doch schlauer geworden sein. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.